Das Kunstgewerbemuseum in Dresden wagt derzeit ein Experiment. Während der gewohnte Ort, das Barockschloss Pillnitz, in den Wintermonaten nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist, präsentiert es sich mit der Ausstellung die Teile des Ganzen mitten im Stadtzentrum. Wie eine Visitenkarte des Museums ist im Lipsiusbau daher eine kleine Auswahl der kompletten Sammlung zu entdecken. Das primäre Ziel ist einmal zu sagen, das Kunstgewerbemuseum ist sehr tätig, sehr umtriebig, ist präsent, also auch in der Stadt präsent. Wir wollen damit die Schließzeit verkürzen, die ja gezwungenermaßen wegen Nichtheizbarkeit notwendig ist, 6 Monate im Jahr. Sie hat aber auch das Ziel, nach meinen Erfahrungen im letzten Jahr, das Kunstgewerbemuseum den Dresdnerinnen und Dresdnern wieder neu vorzustellen. Uns hat interessiert, dass wir mit diesem zweiten Ort, temporären Ort, die Spannung herstellen können, einen Spannungsbogen zu dem, was es in Pillnitz zu sehen gibt, um eben deutlicher zu machen, dass das keine Schlossausstattung ist. Die Teile des Ganzen ist in dem neuen Umfeld nicht nur eine spannende Entdeckungsreise in die Arbeit eines Kunstgewerbemuseums, sondern bietet auch die Möglichkeit, Objekte einmal anders zu betrachten. Ich bin ja Designexpertin und selber keine Kunsthistorikerin und betrachte selber Objekte schon dadurch anders. Ja? Das heißt, mich interessiert, ich sage jetzt nicht automatisch, ein besonders prachtvolles Stück eines Barockschranks aus dem 18. Jahrhundert, ganz sicher Raum Danzig, sondern ich sage eher, ich bin noch dazu Tischlerin von meiner ursprünglichen Ausbildung, sondern ich sage, der ist zerlegbar, gell? Und das ist doch spannend, ja. Immer wieder wird in der Ausstellung deutlich, dass es mehrere Facetten an einem einzelnen Objekt zu entdecken gibt. Hier ein Glasdeckelpokal aus dem 18. Jahrhundert, der im auseinandergeschraubten Zustand präsentiert wird. Die Tatsache, dass dies möglich ist, wirft wieder neue Fragen auf. Warum lässt er sich überhaupt zerlegen? Welche Bedeutung hat das Objekt? Durch die architektonische Gestaltung wird deutlich, dass die Sammlung auch Verluste zu verzeichnen hat. Es gibt die Vasen als Kunstobjekt und man hat am Anfang nicht verstanden, dass eigentlich die Verpackungsbox gleichwertig zu diesem Kunstwerk dazugehört und die als Transportboxen verwendet wurden, dadurch auch einige verloren gegangen sind. Und jetzt sieht man anhand dieses Vasenturms, dass es neben den Vasen sozusagen manchmal eben keine Box mehr gibt. Und dadurch, das war uns dann wichtig und wurde dann auch so ein Element, das 2-3 Mal vorkommt bei Exponaten, wie bei diesem Spielzeughäuschen oder auch bei den Spielkartengläsern, wo man dann sich den Platz genommen hat, um das zu zeigen. Und das sind zugleich, sind es berührende Geschichten, weil sie etwas sagen über die Fragilität der Dinge, die Fragilität des Lebens, die Vergänglichkeit, aber eben auch zeigen, wie schützenswert solche Sammlungen sind, wie viel Sorge sie verlangen. Und daher kommt ja der Begriff des Kurators oder der Kuratorin. Die haben die Kura, die Sorge, die müssen sich darum kümmern. Und welche Schätze damit eigentlich ans Tageslicht treten und uns inspirieren können. Nahezu 56.000 Inventarnummern umfasst der Bestand des Kunstgewerbemuseums. Um die Größe und die Bedeutung der Sammlung dennoch sinnlich begreifen zu können, haben Architekten und Grafikdesigner den Raum mit sämtlichen Inventarnummern des Museums umspannt. Es orientiert sich klar an den Inventarbüchern. Das sind vorgedruckte Bücher, da wird fein säuberlich eins nach dem anderen reingeschrieben. Und wenn etwas nicht mehr da ist, wird es ganz klar durchgestrichen. Oder es gibt noch andere Möglichkeiten der Hervorhebung, wie das Einkästeln. Und diese Sachen haben wir übernommen. Und sieht man jetzt hier. Es ist der gelungene Dialog zwischen Geschichte, Objekt und Präsentation, welche die Ausstellung die Teile des Ganzen auf intuitive Weise erfahrbar macht. Ein Besuch im Lipsiusbau weckt unwillkürlich die Neugierde auf die komplette Sammlung. Es ist eine Sammlung von bedeutenden Dokumenten, aber es ist immer auch eine Sammlung von Mustern, von Vorbildern. Und mit jedem Kunstgewerbemuseum verbindet sich die Hoffnung, dass die nächste Generation von Gestalterinnen und Gestaltern kommt und sich von dem, was sie hier sieht, anregen lässt.